Bist du gegenwärtig oder wirst du gegenwärtig verantwortlich sein, ein Team zu führen, neue Mitarbeiter einzuführen und anzuleiten? Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema Führen, Ausbilden und Onboarding. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Ja, und auch ich habe eine Menge von freiberuflichen Mitarbeitern, auch eine Menge von festen Mitarbeitern, mit denen ich im Team zusammenarbeite. Und immer wieder stellt sich die Aufgabe, wie führe ich richtig, wie leite ich richtig an, wie bilde ich jemand richtig aus und wie bringe ich jemand richtig in seinen Arbeitsplatz, in das Unternehmen rein, sprich Onboarding. Ich habe hier nur eine kleine Schautafel gezeigt, die dir helfen wird, in Zukunft jeden Mitarbeiter zur richtigen Zeit, in seiner richtigen Situation, im richtigen Prozess und der richtigen Reihenfolge in deine Firma einzuarbeiten und auch vor allen Dingen richtig zu führen. Du siehst hier insgesamt vier Phasen. Das ist einmal dieser Bereich mit vier Phasen und da gibt es einen geheimen Faktor X, das ist die fünfte Phase. Und du kannst selbst entscheiden, ob die fünfte Phase für dich auch interessant ist. Nun, fangen wir an. Also Wilhelm kommt in deine Firma und ist ganz motiviert, aber hat keinen Blassen, wie es läuft. Nun, und wenn du jetzt einmal sagst, Wilhelm, hier sind 20 Telefonate, hier sind 30 Leads, hier sind 50 E-Mails, das sind die Unterlagen für die Buchhaltung und bitte ruf mal die Putzfrau an und erledige das Ganze mal bis 16 Uhr und sorg schon mal dafür, dass das Protokoll gemacht wird für die nächste Besprechung, die wir haben werden und denk dran, noch in dem Ordner die Postablage zu machen. Nun, dann könnte es sein, dass Wilhelm überfordert ist. Deshalb ist der erste Schritt, der hier gemacht wird, das sogenannte Dirigieren. Dirigieren heißt also, diesem Mitarbeiter Schritt für Schritt alles genau aufzuzeigen, wie du es bei der AEVO beispielsweise lernst, also eine Arbeitsanweisung Schritt für Schritt vorzumachen, mitzumachen, nachzumachen, bis dann der Mitarbeiter Wilhelm alles auch gesehen hat, erlebt hat, nachgemacht hat, kontrolliert wurde, verbessert wurde und dann diese Arbeitsabläufe und Schritte beherrscht. Der erste Schritt ist also das Dirigieren. Nun, das bedeutet für dich in den ersten 7 bis 14 oder 21 Tagen hast du richtig zu tun, den Schritt für Schritt überall einzuarbeiten. Nun, wenn das nun gut gelaufen ist, wenn du jetzt Wilhelm eingearbeitet hast, ihm alles gezeigt hast, die Ablagen, die Reihenfolge, die Prozesse, die Regeln, die Routinen, die Arbeitsabläufe, die Projekte, die Prozesse, Dokumentation und so weiter, Archiv, wenn das alles gelaufen ist, dann kommt dann irgendwann der zweite Schritt und das nennt man das sogenannte Trainieren. Hier kannst du sagen, wir trainieren jetzt beispielsweise, lieber Wilhelm, das Telefonieren. Das heißt, du rufst dir 20 Leute an, ich sitze daneben und dann gucken wir, was draus wird. Oder wir trainieren jetzt gemeinsam den Gang an die Tür und das Türen öffnen und das höfliche Begrüßen von Kunden. Meine Erfahrung ist, dass Mitarbeiter nicht unbedingt wissen, wie man sich am Telefon richtig vorstellt. Die wissen auch nicht unbedingt, wie man richtig eine E-Mail schreibt oder wie man an die Tür geht. All das sind dann Fähigkeiten, die dann zwar vorhanden sind, aber die optimiert werden können. Und das Optimieren von Fähigkeiten oder das Erlernen von Fähigkeiten, das nennen wir Trainieren. Man kann also dann schon weggehen vom Dirigieren und kann sagen, so, heute sind hier 100 Leute anzurufen. Bitte ruf, lieber Wilhelm, diese 100 Leute an. Ich setze mich daneben und höre zu. Oder du gibst mir ein Protokoll mit der Auswertung, mit den Kennzahlen, mit den Quoten. Und dann werden wir gucken, was wir verbessern können. Bitte mach vielleicht noch eine Aufnahme per Kamera oder Video oder PC-Aufzeichnung. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Das ist also die zweite Führungsstufe, das Trainieren. Hier wird an den Fähigkeiten und an den Fertigkeiten wird dann geschliffen. Kommen wir zum dritten Punkt. Wilhelm ist jetzt beispielsweise gut trainiert, er kennt alle Prozesse und ist jetzt schon optimiert worden. Jetzt kann man langsam anfangen, mit ihm in das sogenannte Sekundieren zu gehen. Oder der läufige Begriff wäre jetzt das sogenannte Coaching. Ja, Coaching oder Sekundieren. Was bedeutet das? Also Sekundieren kommt damals aus der Zeit der Duelle, da sind also zwei gegeneinander angetreten mit einer Pistole oder Säbel oder haben gefochten und jeder von denen hat einen Sekundant darauf geachtet hat, dass der andere nicht regelwidrig gehandelt hat. Ja, und das ist dann irgendwann auch meine und deine Aufgabe als Führungskraft, dass wir jemanden in die Funktion reinsetzen und dass der seine Arbeit macht und dass er sicherlich reportet und kontrolliert wird und dass er alle Ressourcen bekommt. Aber wenn er Probleme hat oder wenn der Kunde unfair wird, dass du dann als Führungskraft auch einspringst, dass du erreichbar, ansprechbar bist, dass du regelmäßige Meetings hast, dass du das abfragst, dass du das überprüfst, dass der Kunde den Mitarbeiter nicht zu sehr angreift oder dass es zwischen den Mitarbeitern nicht Reibungsprobleme gibt.
Ich hatte letztens einen Fall, da hatte hier eine Interessentin angerufen und meine Mitarbeiter saß tränen aufgelöst auf dem Stuhl. Und das ist meine Aufgabe, da zu sekundieren und meinen Mitarbeiter zu beschützen und nachzufassen, was ist da wirklich passiert. Der zweite Begriff Coach ist genauso gut zu gebrauchen. Ein Coach kommt ja von Kutsche, von Begleitung, von Transportieren. In England heißen die Busse Coache, aber der Begriff kommt aus dem Tschechischen. Und hier ist deine Aufgabe eher, einmal in der Woche dich mit deiner Führungskraft oder mit dem Mitarbeiter zusammenzusetzen und auszuwerten, was gelaufen ist, wie gut es gelaufen ist, was besser laufen kann und was der nächste Schritt wäre, das aufzuschreiben, zu notieren, nächsten Termin zu machen und mögliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen für deinen Mitarbeiter, damit er besser werden kann. Denn deine Aufgabe ist ja nicht, Menschen nur zu kontrollieren oder zu quälen oder auszubeuten, sondern deine Aufgabe als Führungskraft ist es ja auch dafür zu sorgen, dass jemand an die richtige Stelle kommt, mit den richtigen Ressourcen die richtigen Dinge tut und was Sinnvolles tut und damit ja auch einen Mehrwert für die Wirtschaft, für deine Firma, für deinen Erfolg produziert und der Mitarbeiter glücklich ist, dann bist du glücklich, die Kunden sind glücklich und die Firma ist glücklich. Das ist also der dritte Schritt, das Coachen, das Sekundieren. Nun, was könnte nun der vierte Schritt sein? Der vierte Schritt ist so mit der wichtigste Schritt und auch der Schritt, auf den sich alle Führungskräfte freuen, wenn ein neuer Mitarbeiter ins Team kommt. Das ist der Schritt des Delegierens. Man sagt also, Wilhelm, Kunde, mach mal einen Auftrag raus. Oder man sagt, Wilhelm, hier gibt es ein Problem, löst das mal. Oder man sagt, Wilhelm, hier ist ein Brief da, beantworte mal und sorg dafür. Oder Wilhelm, Datensicherung ist dran, Wilhelm, Multiplikatoren müssen angeschrieben werden und Wilhelm macht. Also das ist eigentlich das Schönste ja für dich und auch für mich, wenn man ein Team Mitarbeiter hat, dem man einfach eine Aufgabe, Projekt gibt und du weißt, es wird erledigt, weil der Mitarbeiter genau weiß, was er alles braucht und wo er es herbekommt und wie er vorgehen soll. Nun, was ist nun das Problem? Das Problem ist, dass die meisten Führungskräfte, die ich beobachtet habe, mit einem neuen Mitarbeiter nicht hier anfangen, auch nicht hier anfangen, sondern gleich delegieren. Sagen, Müller, Meier, Wilhelm, machen Sie mal. Und Wilhelm ist überfordert, ist im Burnout, krank, kommt nie wieder oder erzeugt einfach nur schlechte Ergebnisse. Und diese schlechten Ergebnisse ziehen deine Motivation runter und die von Wilhelm, vom Mitarbeiter genauso. Das heißt also, beachte einmal, dass die Reihenfolge in diese Richtung geht. Dass du also hier anfängst. Und sicherlich, wenn du mitbekommst, hey, die Person ist schon fit, weil die hat in dem Bereich schon gearbeitet, kannst du schneller springen. Aber ansonsten wirst du immer 7 bis 14 Tage mindestens in jeder Phase bleiben. Nun, hast du einen Azubi, können das auch schon mal Wochen werden. Okay, also die Aufgabe von dir ist, in der richtigen Reihenfolge diese Prozessschritte durchzugehen. Ich lade dich ein, zu deinem Mitarbeiter eine kleine Akte zu machen und das auch zu notieren oder ein kleines Protokoll durchzuführen oder auch Reportsysteme einzuführen, wo das einfach geschrieben wird. Und vielleicht machst du dir einen Terminkalender zu deinen Mitarbeitern auch Notizen. Wo ist wer wann gerade und vereinbarst die entsprechenden Mitarbeitergespräche, die wichtigen dann auch immer am Ende dieser Zonen. Kommen wir nun zum letzten Punkt X. Das ist mein persönliches Ziel, aber meine Beobachtung ist, das bedarf einer ganzen Reihe von persönlicher Entwicklung und Erkenntnis, diesen Punkt auch wirklich sich als Führungskraft als Ziel zu setzen. Warum ist das so? Ich meine, wenn du jung in einer Firma bist, dann hast du vielleicht Interesse, auch Einfluss zu nehmen. Du hast vielleicht Bedürfnis nach Anerkennung. Du willst vielleicht mehr Geld verdienen. Und du willst deinen Arbeitsplatz sichern. Und du willst nach draußen zeigen, dass du ein toller Typ bist. Nun, dann macht es sicher Sinn für dich, dass du auch die höchste oder einer der höchsten Führungspositionen besitzt. Das Problem ist leider nur, dass dein Leben genauso wie meins endlich ist. Das bedeutet, dass du irgendwann aufhören willst zu arbeiten oder du willst vielleicht wechseln oder die Firma wächst und du musst eine neue Abteilung aufbauen, neue Niederlassungen aufbauen und ins andere Land gehen. Das heißt, wenn du alles so aufbaust, dass die Firma von dir abhängig ist, nun, dann hast du deine Firma vielleicht falsch aufgebaut. Der fünfte und wichtigste Punkt ist, als Führungskraft seine Mitarbeiter so auszubilden, dass du überflüssig bist, dass du irgendwann gehen kannst, dass du in Urlaub fahren kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass du eine zweite Niederlassung, Filiale aufbauen kannst und weißt, hintenrum fällt nicht alles ein. Und vor allen Dingen die richtigen Führungskräfte verlierst du, wenn du nicht so vorgehst, weil die werden sich dann eine andere Firma suchen. Also achte lieber von Anfang an darauf, dass du in deinem Ausbildungsprozess auch das Angebot machst und auch hier oben als Ziel dir formulierst, deine Mitarbeiter so auszubilden, dass sie dich ersetzen. Nun, das ist natürlich jetzt in Konzernen oder mittelständischen Unternehmen, die vielleicht nicht darauf ausgerichtet sind, dir auch Anteile zu geben, ist das vielleicht jetzt eine komische, eine dramatische, eine widersinnige Aussage.
Und vielleicht bist du dann tatsächlich besser drin, dann, wenn du in eine Selbstständigkeit gehst oder ein Gewerbe aufbaust. Nun, das bleibt dir überlassen, dir die Firma zu suchen, die das optimiert. Ich habe Interesse an Führungskräften, die eine Abteilung aufbauen, wo sie sich selbst überflüssig machen, mit einer Führungskraft installiert, diese zurücklassen und dann die nächste Abteilung oder Filiale aufbauen. Also von daher sollte dein Unternehmen auch ein Interesse daran haben. Das heißt, das vierte Ziel ist das Ziel der Replikation oder das Ziel der Duplikation. Also die Kunst einer echten Führungskraft, sich überflüssig gemacht zu haben. Darum geht es in diesem fünften Schritt und ich lade dich ein, hier nicht nur dieses einfache Schemata zu nutzen, sondern auch Fachliteratur zu studieren, dir Vorbilder zu suchen und in ein aktives Coaching gehen, in ein Mentoring innerhalb deiner Firma oder wenn du von außerhalb jemanden reinnimmst, einen Coach, der dich begleitet. Achte darauf, dass der Coach neutral ist, denn interne Coaches, also Mentoren, haben meistens die Aufgabe, die Firmenziele zu erfüllen. Ein externer Coach hat den Vorteil, dass er neutral ist, der dir auch dann Tipps oder beziehungsweise dich auch weiter begleitet, wenn du sagst, hey, ich verlasse vielleicht die Firma, woanders ist besser. Nun, egal was du auch machst aus diesen Informationen, ich lade dich ein, in der Zukunft diese vier Schritte in der richtigen Reihenfolge durchzuführen, keine zu überspringen und zu schnell durchzugehen und einfach Verständnis dafür zu haben, wenn Menschen in neue Systeme kommen und sich neuen Regeln anpassen müssen. Und die Entscheidung liegt nur bei dir, wie häufig du dich multiplizierst. In meiner Welt ist die beste Führungskraft die, die möglichst viele neue Führungskräfte selbstständig unabhängig hinterlassen hat, wenn sie irgendwann ihre Arbeit aufgibt. Solltest du Fragen dabei haben, wie du dich entwickelst, wie du als Führungskraft dich replizierst, wie du einfach diese einzelnen vier Phasen inhaltlich gestaltest, nun, dann kannst du gerne unser kostenfreies Erstgespräch in Anspruch nehmen. Hier hast du die Möglichkeit, ein persönliches Coaching dann auch zu bekommen zu deinem Führungsstil, sei es nun Arbeit vor Ort, sei es nun direkt im Gespräch unter vier Augen, sei es nun im Rollenspiel, wo diese Dinge dann auch trainiert werden können, bevor du wieder an deinen Arbeitsplatz zurückgehst oder wenn du auch ein Training haben willst, dafür stehen wir bei der X-Group gerne zur Verfügung. Du kannst gerne diesen Kanal auch abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich persönlich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Prinzip des Onboardings, des richtigen Führens, das sich überflüssig machen kannst. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.